Ratlosigkeit und Wut beim VfB Stuttgart, personifiziert hier durch Weltmeister Carlos Dunga. Mannschaftskapitän Thomas Berthold verletzte sich gleich zu Beginn des Spiels und das Team von Trainer Jürgen Gröber danach mit großen Abwehrproblemen. Die vierte Spielminute, Andreas Möller das 1:0 für Borussia Dortmund. Der Unglücksrabe beim VfB heute Slobodan Dubajic, beteiligt schon am 0:1. Und auch hier lässt sich der Libero von Stefan Schaffhüser überlaufen. 11 Minuten gespielt, 2:0. Und das Spiel war noch keine Viertelstunde alt, der dritte Treffer. Erneut verliert Dubajic das Duell gegen Schaffhüser. Die Folge, der 6. Saisontreffer von Stefan Schaffhüser. 3:0, der Halbzeitstand vor 42.800 Zuschauern im ausverkauften Westfalenstadion. 4 Minuten nach dem Seitenwechsel, Ecke Schaffhüser verlängert von César, das 4:0. Andreas Möller, sein zweiter Treffer heute. Die Pokalschlacht von Kaiserslautern wirkte wie Doping auf die Dortmunder. Die Gäste wurden förmlich vorgeführt. 12 Minuten vor dem Ende, Karl-Heinz Riedle mit dem 5:0. Das war auch der Endstand, ein Sieg, der auch in dieser Höhe in Ordnung geht.